Und da bin ich auch schon wieder zurück zu einer weiteren Folge. Hi und hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Minecraft The Jumper. Und wir waren jetzt gerade hier auf dem Weg, uns einen kleinen Weg nach unten zu bauen. Gut, wa? Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Oh, eine schöne Höhle. Werde ich mal gucken, wie weit ich denn hier noch runter kann, ohne dass ich vielleicht von irgendwas massakriert werde. Da machen wir hier alle zu. Da muss was hin. Da nicht, aber da muss zu. Dann müsste ich hier eigentlich irgendwie runter. Dann mache ich hier am besten auch nochmal zu. Kein Dreck mehr. Denn da muss ich mir gleich nur einen Dreck überhaupt farmen. Fällt mir gerade mal ein. Wenn ich hier so viel Dreck verbrauche, ne? Ist das vielleicht nicht allzu gut. Ups. Jetzt bin ich etwas sehr tief gefallen, das wollte ich nicht. Ne, zu hoch. So. Und jetzt baue ich mir irgendwo hier eine Tür rein. Wenn ich eine Tür hätte. Jetzt muss ich da nach oben hin. Und mir eine Tür mitnehmen. Vielleicht liegt ja hier auch noch was Besseres vergraben. Anstatt Eisen. Gut, das haben wir schon fertig. Gebrannt. Jetzt will ich mir aber erst eine Tür machen. Schau, dass man keine Steintüren machen kann. Fände ich mal witzig. Witzig, 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 witzig. Der Eimer kann übrigens rein. Wieso schleppe ich den mit? Dafür bräuchte ich zwei Holz. Zack. So, 3, 4, 5, 6. Da habe ich mir einmal vertan. Und dann nehme ich die Tür mit nach unten und stelle die... wo kann ich die denn hinstellen am besten? Steht die hier hin? Macht das Sinn? Kommt auf jeden Fall keiner rein, oder? Ich glaube nicht. Da gucke ich mich hier mal eben um. Stell mal hier Licht hin. Hier ist Kohle. Nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ich bleibe, glaube ich, auch erstmal bei den Steinpicken. Wer schießt mich ab? Er hier. Hätten. Oh, Creeper. Hallöchen. Dass sie auch immer in die Luft gehen müssen bei mir, ne? Versteh's nicht. Gut, was haben wir denn hier? Ach, hier kann ich runter zum... zu den Dingens hier, ne? Zum Pilzland. Oh, oh. Hehe, bleib bloß da. Muss mir vielleicht auch ein paar Pilze mitnehmen, um mir vielleicht Pilzsuppen zu machen, denn meine Steaks sind ja auch in der Zeit alle schon. Kommt da nicht so gut. Jetzt werde ich mich aber erst wieder nach oben verpieseln, das wird jetzt dunkel und da habe ich keine Lust, die ganzen Monster da auch noch zu haben. Wir haben hier schon genug von denen. Ein paar Stickies braucht man immer. Vielleicht machen wir eine Silberhacke. Ja, so wird der natürlich viel raus. Dass ich, wenn wir irgendwas haben zum Abbauen, dass ich dann das auch abbauen kann. Und ich mache mir ein Silberschwert. Das ist mir jetzt völlig egal. Eine Kampfaxt. Denn sobald der Stein durch hier kaputt ist, kommen wir da natürlich auch nicht mehr viel weiter. Ach, da waren wir gerade. Ich wollte schon sagen, oh, da sehe ich schon wieder ein Gitter. Aber da waren wir ja gerade schon. Auf der Höhe da unten komme ich raus. Und da läuft der Enderman, dem ich natürlich nicht begegnen will, denn die sind ein bisschen zu stark jetzt. Für mich. Da bräuchte ich erst eine Rüstung. Oh, das sieht ja schön aus. Guck mal. Oh, guck mal da. Oh, kleine Untertassen. Ja, was kann ich denn jetzt in der Zeit hier machen? Ich kann mal gucken, ob da unten noch irgendwelche Rohstoffe sind, die ich mit eben farmen könnte. Ohne, dass mich hier irgendwer tot macht. Zum Beispiel die Kohle da mitnehmen.
Nicht viel, aber selbst 3 Kohle ist ein bisschen was. Ich darf bloß nicht dieser blöde Enderman hier kommen. Oh, und jetzt darf kein Skelett kommen, was mich hier runterschießen könnte. Das ist schon eine schwierige Angelegenheit hier. Wenn man von Teufel spricht, ne? Komm her, mein letzter Pfeil, glaube ich. Wo bist du denn? Bist du hin? Komm her. Scheiß Skeletor. Anscheinend abgehauen. Hat natürlich Angst vor mir, denke ich mal, deswegen haut er ab. Naja, gut. Wir müssen jetzt leider auf den Sonnenaufgang warten. Sonst träume ich da echt nicht runter. Gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Irgendwas Interessantes. Kohle kann da rein. Obwohl, ich könnte mir mal wieder neue Fackeln machen. Ja, so mal wird das bestimmt was. Ein bisschen durcheinander heute. Weiß auch nicht. Hier wächst natürlich auch nichts. Weil die kein Licht haben, erstens. Ich habe noch gar keine Fackeln hingestellt, stimmt. Ich sehe überall noch den Schnee. Der muss wegschmelzen. Ich stelle das einfach mal hier so provisorisch ein paar Fackeln hin. Was stand eigentlich auf den Schildern drauf? Gar nicht gelesen. Ach, das ist Poison-Fangi. Ich dachte, stand irgendwas anderes drauf. Und auch du kriegst ein bisschen Licht. Wieso habe ich mich eigentlich mitten durchgebuddelt, wenn ich hier erst in den fliegenden Schnee weg machen könnte und eigentlich hier runter könnte? Egal. Viele Wege führen nach Rom. Sag ich mal so. Oh, war die gerade schon erleuchtet? Nee, ne. Aber da sehe ich schon Spawner. Hoffentlich spawnen da irgendwelche Pilze. Ach. Irgendwelche Pilze spawnen da. Ja. Ist klar. Du sollst länger schlafen. Ne? Irgendwelche Tiere meinte ich und nicht irgendwelche Monster. Entschuldigung. Es ist früh morgens. Gucken, ob wir jetzt nochmal irgendwelche Monster rumlaufen, die wir vielleicht erledigen können, ohne dass sie uns erledigen. Ist der Skeletor wieder da? Nö. Hier ist gar nichts. Dann gucke ich mal oben, wie lange die Nacht noch dauert. Oder andauert. Wir könnten natürlich theoretisch vordrehen. Aber ich glaube nicht, dass es. Was ist das denn? Ach, Schwierigkeitsgrad, den kann man damit auch ändern. Cool. Wusste ich noch nicht. Ich guck mal eben, wo die Sonne steht. Oder der Mond. Oder irgendwas da. Ich würde sagen noch. Ja. Gute. 2 Minuten. 2 bis 3 Minuten, würde ich sagen. Müssen wir noch ein bisschen hier rumgammeln. Da unten sehe ich einen Zombie. Vielleicht springe ich einfach mal auf den Pilz drauf. Au. Jetzt sollte ich mich heilen. Daran ist ein Skelett. Das jetzt so eine gute Idee war, hier drauf zu springen. Weiß ich nicht. Aber ich habe es einfach mal gemacht. Da unten ist das Skelett. Und der Zombie. Wo ist der Enderman hin? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Hier ist nichts, oder? Hier ist nichts. Ich traue mich mal an die ran. Wo seht ihr hin? Wo auch immer die hingelaufen sind. Erst mal ein bisschen Licht hier machen. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Komme ich hier raus? Ja. Sammeln die sich denn da alle? Geh bloß weg, Enderman. Enderman, hau ab. Ich will dich nicht hauen. Ach du Scheiße. Wieso sind da so viele? Wo kommen die alle her? Von da nicht. Daneben. Der ist kaputt. Nein, nein, nein! Oh, ich dachte, der wäre hinter mir. Boah, fuck, 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 fuck. Habe ich jetzt einen Schreck. Boah, fuck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Habe ich einen Schreck bekommen. Schreck lass nach, echt, ne? Boah. Hau ab. Hau ab, Enderman. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Mist. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Mein Schwert ist kaputt gegangen. Hörst du auf? Da ist noch ein Enderman. Hallöchen, darf ich das ein bisschen einsammeln? Dankeschön. Ich gehe auch schon wieder. Tschüss. Was für eine Aktion. Pizza. Muss ich die so abbauen oder? Ist das egal. Aber mit der Axt geht's gerade schnell. Nutze sie wahrscheinlich auch etlich schnell ab, aber ist mir nicht völlig wurscht momentan, glaube ich. Zack, 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 zack. Dann machen wir uns gleich ein paar Pilze oder einen Pilzsuppe oder zwei oder so, die man immer mitnimmt. Weil die nehmen ja auch ein bisschen viel Platz ein, leider. Muss ich ja mal sagen, pro Pilzsuppe einen Platz im Inventar. Ist nicht so schön, ne? Hier noch zwei verschiedene. Soll ich den Pilz einfach auch mal nochmal wachsen lassen, dass wir ein bisschen mehr haben? Weil hier fällt ja doch reichlich wenig raus. Dass wir zwei Knochenmehl dafür verbrauchen. Eisen sehe ich wieder. Weil hier ist ja doch relativ wenig rausgefallen, ne? Muss ich ja mal sagen. Obwohl, auch 10, 20. Hier ist eine Schallplatte. Hat die irgendeiner von denen fallen lassen, oder was? Egal, hin trotzdem jetzt. Wir haben so viel Knochenmehl, hallo. Ich weiß noch nicht, wozu wir Knochen sonst brauchen könnten. Ich baue aber nun mal den hier nochmal an. Da die noch. Und dann baue ich hiervon noch einen zweiten. Ja, hier wächst er nicht. Da muss ich den jetzt wieder abhauen. Weil wir davon ja relativ wenig haben. Von dem anderen haben wir ein bisschen mehr. Meine Axt ist gleich kaputt. Mach ich lieber so weiter. Hab ich völlig egal, glaube ich. Geh nur mit der Axt halt ein bisschen schneller. Und wir sind dann gleich schon wieder leider am Ende der Folge. So viel kriegt man gar nicht geregelt in 15 Minuten. Muss ich mal sagen. Also, ist schon knapp bemessen. So, davon mache ich mir dann noch einen.
Und dann war's das auch. Dann müssen wir ja theoretisch ungefähr gleich viel haben gleich, wenn ich den einen da abholze. Außer da kommen wieder 21 raus. Was ich ja sehr bezweifle. Obwohl, müssten schon, dann haben wir ungefähr gleich. Sonst pflanze ich einfach ein paar Pilze an zur Verschönerung. Wir brauchen ja einen Pilz und einen. Also zwei Pilze, zwei verschiedene Pilze für eine Suppe. Jetzt sind wir schon über die 15 Minuten, aber ich nehme eben noch den Baum hier mit. Schnell. Ich will das jetzt nicht entgehen lassen. Und das bisschen drüber ist ja jetzt auch nicht die Welt. Zack, zack. Los, alles kaputt gehen. Dauert doch schon ein bisschen länger, ne? Komm, den Rest können wir jetzt auch noch eben aufbrauchen. Ja, super. Hat jetzt viel gebracht. Ja. Egal. Wir haben von allen ein bisschen was. Und jetzt spurte ich mal wieder nach oben. Ich bin von oben runtergesprungen, ne? Die Tür müsste zu sein, oder? Ja. So, jetzt spurte ich wieder in mein Haus. Und dann würde ich schon mal jetzt sagen, auf dem Weg dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Minecraft The Jumper wieder. Cool, wir leben noch. Nach 6 Folgen, glaube ich. Yay. Also, bis dann, Leute. Ciao.